Einen schönen guten Tag. Schauen wir uns in diesem Tutorial an, wie Sie im iTalk 24 ab der Version Ultimate das iTalk 24 Branding abschalten können und darüber hinaus ein eigenes Branding in die Ansicht für den Nachrichtenempfänger einbauen können. Ich bin jetzt hier schon eingeloggt in einem Ultimate-Account und auch in der Navigation schon auf die Vorlagen gegangen und gehe jetzt hier bei einer Vorlage einfach auf Bearbeiten und hier scrollen wir ganz nach unten in dieser Vorlage und hier finden wir die Option, das Logo, also das Branding unten mittig komplett auszuschalten, also hier ein Nein auszuwählen. Klicke ich hier einmal auf Vorlage speichern und danach, wenn die Speicherung übernommen wurde, auf Vorlage ansehen, dann sehen wir, hier ist überhaupt kein eigenes Branding mehr vorhanden und iTalk wird also ganz ohne Branding im sogenannten White Label versendet. Jetzt gehen wir hier noch einmal in die Vorlage, scrollen noch einmal ganz nach unten. Und jetzt schalte ich hier zunächst das Logo und Branding wieder auf Ja, dass es wieder angezeigt werden soll. Und dann haben wir hier standardmäßig das iTalk 24 Logo, das dem Empfänger angezeigt wird. Und hier, genau wie bei den Bildern beim Logo oben oder beim Profilbild, klicken wir einfach auf diese Zeile, um dieses Bild zu ändern. Hier in meinem Account sind jetzt schon mehrere Bilder hochgeladen. Wählen wir jetzt einfach einmal das Top-Effektiv-Logo aus, alternativ für das iTalk-Logo. Klicken dazu einfach hier auf die Zeile mit dem Namen. In dem Moment, wo die Maus da drauf kommt, wird das blau hinterlegt. Und wenn wir in das Blaue hineinklicken, wird dieses Bild an dieser Stelle übernommen. Und wir sehen, hier kommt das Top-Effektiv-Logo hin. Und jetzt klicke ich einfach hier auf Vorlage speichern. Dann wurde diese Änderung übernommen. Ich klicke noch einmal hier auf Vorlage ansehen. Und schon sehen wir, das Top-Effektiv-Logo wurde jetzt hier unten anstelle des iTalk-Logos eingefügt. Beachten Sie hier, wir haben hier nur eine kleine Höhe von 26 Pixeln zur Verfügung, also keine riesengroßen Logo-Dateien nehmen. Die muss iTalk dann erst wieder kleiner rechnen. So, gehen wir noch einmal zurück und scrollen hier noch einmal nach ganz unten. Denn hier gibt es noch die zusätzliche Möglichkeit, dass Sie auch zu dem Logo einen Link hinterlegen. Ganz wichtig ist an der Stelle, dass der Link immer vollständig ist, das heißt, dass er mit HTTP, Doppelpunkt und dem doppelten Schrägstrich beginnt. Also nicht einfach einen Link mit www. Beginnen, sondern immer das HTTP, Doppelpunkt, doppelter Schrägstrich davor schreiben. Und wenn ich jetzt hier auf Speichern klicke, dann ist auch diese Änderung übernommen. Ich klicke noch einmal auf Vorlage ansehen. Und jetzt sehen wir, wenn wir mit der Maus auf das Logo kommen, die Maus wird zu einer Hand. Und ganz unten links in der Ecke von dem Video sehen wir jetzt auch, dass es auf norbert-gläuber.at verweist. Das heißt, klicke ich hier einmal drauf, öffnet sich ein neues Fenster und ich komme auf die Norbert-gläuber-Startseite. Das gerade noch einmal zu und gehe noch einmal in die Vorlage zum Bearbeiten. Scrolle noch einmal ganz nach unten und Sie sehen, hier ist es ganz einfach: ein eigenes Logo auswählen. Wenn Sie möchten, auch einen Link dazu hinterlegen. Wenn Sie das Linkfeld leer lassen, wird nur das Logo angezeigt, dann ist das Logo nicht verlinkt. Oder alternativ, wenn Sie doch möchten, dass wieder das iTalk-Logo angezeigt wird, weil Sie die ein oder andere Vorlage vielleicht auch nutzen möchten, um iTalk zu bewerben, dann können Sie jetzt auch hier noch einmal in diese Spalte hineinklicken, um das Bild zu ändern. Und wenn Sie kein eigenes Logo verwenden möchten, dann wählen Sie einfach kein Bild verwenden und dann wird das Logo hier rausgenommen. Und wenn ich das hier jetzt noch einmal abspeichere mit Vorlage Speicher und noch einmal nach unten scrolle, dann zeigt das System auch wieder das iTalk-Logo an, das jetzt wieder verwendet wird, weil das eigene Logo an dieser Stelle herausgenommen wurde. Und genauso können Sie das jetzt in jeder Vorlage umschalten, ob Sie das iTalk-Logo anzeigen möchten, ob Sie das Ganze völlig ohne Logo, also als White Label versenden möchten, oder ob Sie in dieser Vorlage ein eigenes Logo verwenden möchten. Beachten Sie hierbei noch, wenn Sie das iTalk-Logo verwenden und kein eigenes Logo, dann wirkt auch der hier eingetragene Link nicht, denn dann wird immer auf die iTalk24-Seite mit dem Logo verlinkt und nicht auf eine andere eingetragene externe Seite. Dieser Link ist also nur wirksam, wenn Sie hier ein eigenes Logo eingetragen haben und verwenden. Viel Erfolg und alles Gute!